Es sieht aus wie eine Klassenfahrt, aber die Angelegenheit ist ernst. Seit Stunden sind sie unterwegs, von Barcelona bis in den Schwarzwald. David Palomares ist einer von ihnen. Der Bauingenieur hat seit einem Jahr keine Arbeit mehr, deswegen sitzt er hier. Für einen guten Job würde er selbst bis in die deutsche Provinz ziehen. Ah, es gefällt mir sehr. Es ist alles sehr grün, wirklich schön hier. In der Kleinstadt Villingen-Schwenningen werden sie empfangen. Doch erst einmal gibt es eine typisch süddeutsche Spezialität. David Palomares ist neugierig. Ah, sind das die Brezeln hier? Lecker, echt gut. Auch Andrés Vicente gehört zur Reisegruppe. Er ist Bauingenieur und hat schon über 180 Bewerbungen geschrieben, ähnlich wie viele seiner Mitbewerber. Über die wirtschaftliche Krise in seinem Land ist er entsetzt. Alle hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Die Banken als erste, die Familien eben auch. Und dann kam die Immobilienblase, die den wirtschaftlichen Motor Spaniens lahmgelegt hat. Die Bauindustrie ist zusammengebrochen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Niemand baut mehr. Ausgerechnet spanische Musik zum Empfang. Ein bisschen Wehmut kommt auf, denn hier sollen sie eine neue Heimat finden, weil bei ihnen zu Hause nichts mehr geht. Auch das ist die Finanzkrise in Europa. Und das ist der Grund, warum sie zu uns kommen sollten und mit einer hohen, hohen Sicherheit bei uns einen Arbeitsplatz annehmen können. Wir können quasi von Vollbeschäftigung in unserer Region reden. Gute Nachrichten. Doch bevor es für die Spanier um einen neuen Job geht, lernen sie die Stadt kennen. Schließlich wollen sie alle wissen, worauf sie sich einlassen. Für David Palomares ist ein Arbeitsplatz existenziell. Zu Hause ist er wieder bei seinen Eltern eingezogen, weil das Geld für eine eigene Wohnung fehlt. Der Schwarzwald als Alternative für ein besseres Leben. Ah, sí, me encanta. Oh ja, mir gefällt es hier wirklich sehr gut. Das ist hier so mittelalterlich, fast wie im Märchen. Am nächsten Tag bei der Baufirma Storz. David Palomares sucht gleich die Nähe der Chefin. Er weiß, sie sucht 5 Ingenieure. Ein Drittel der Bauleiter sind über 50, sodass wir einfach eine enorme Ingenieurlücke mittlerweile haben. Und das Problem ist für uns, dass jetzt durch diese Ingenieurlücke die Mitbewerber die eigenen Fachkräfte von den anderen Firmen abwerben. Und das ist natürlich eine sehr ungünstige Entwicklung. Auch Andrés Vicente ist zwar an einem Job interessiert, aber hierher in die Provinz? In Spanien lebt er mit seiner Frau und 2 Kindern in Valencia, einer Großstadt. Die Gegend und die Dörfer hier, naja, das ist schon ziemlich klein, das würde mich stören. Meine Familie würde ich nicht mitbringen. Ich würde kommen, aber meine Familie, nein. Weiter geht es auf eine Baustelle der Firma. Hier wird gerade ein neues Industriegebiet erschlossen. Ah, for the factory, okay. For the new factory. Yes, this is new. This is another... Only the factory is this place. David Palomares ist im Gegensatz zu seinem Kollegen begeistert. Er kann sich ein Leben hier im Schwarzwald auf jeden Fall vorstellen. Meine Freundin lernt Deutsch auch in Spanien. Und sie hat kein Problem, wenn ich komme hier nach Deutschland. Sie kommt mit mir zurück. Es war eine große Freude und eine große Ehre. Ich finde es toll, dass Sie so mutig sind, den Schritt ins Ausland. Für manche von ihnen ist es ein Traum, hier zu leben und zu arbeiten. Andere sind von der Reise enttäuscht. Dann lieber doch weiter Bewerbungen schreiben, von Spanien aus.